eigene Musik aufnehmen, erschaffen und veröffentlichen. Dafür brauche ich die passende Software und die passende Hardware und noch einen Aggregator, der meine Musik an Spotify, iTunes, Instagram, Snapchat und Co. verteilt. Heute zeige ich euch also, welche Einsteiger-Hardware ihr für euer Heimstudio nutzen könnt. Und mit Einsteiger meine ich den Preis und nicht die Hardware. Die kannst nämlich qualitativ locker mit den großen Stinkern aufnehmen. Passendes Equipment für euren Start ins eigene Heimstudio. Jetzt bei Mach's dir selbst. Juhu! Hallo meine Lieben, hoppala! Der Traum vom eigenen professionellen Home Recording ist heute nicht mal mehr teuer. Einen einigermaßen vernünftigen PC oder Laptop, wenn ihr habt, dann habt ihr bereits die idealen Grundvoraussetzungen für euer zukünftiges Setup. Und ganz wichtig dabei natürlich, das passende Zubehör zum Aufnehmen. Um richtig erfolgreich zu sein und einen richtig geilen Sound hinzukriegen, brauche ich das Beste und natürlich teuerste, was es auf dem Markt gibt. Sagt dieser Stimme gleich mal, dass es die Fresse halten soll. Home Recording ist heute erschwinglicher denn je. Gleich vorweg, das ist meine persönliche Erfahrung, die ich seit 25 Jahren Musik selber machen sammeln konnte. Die vorgestellten Produkte habe ich selber im Einsatz und sind nicht nur meiner Meinung nach seinen oft wesentlich teuren Platzhirschgeschwistern und Brüdern qualitativ fast gleich auf. Klingen sie denn genau gleich? Nö. Klingen beide qualitativ hochwertig? Ja. Und wenn ihr auch eins dieser Dinge haben wollt, dann findet ihr in der Beschreibung dazu jeweils einen Affiliate-Link zu Thomann. Thomann finde ich als Musikcast besonders gut, vor allem weil es im Gegensatz zu anderen Versand-Online-Händlern Steuern in Deutschland zahlt. Und ich kriege so eine kleine Provision dafür. Als Software, auch DAW genannt, Digital Audio Workstation, verwende ich ebenfalls seit über 20 Jahren Cakewalk. Natürlich könnt ihr auch andere verwenden, aber Cakewalk bei Bandlab ist kostenlos und die wesentlich bessere Alternative als zum Beispiel ein Avid Pro Tools, welches ja nur noch zur Miete gibt. Danke Adobe! Damit unsere DAW Audiosignale senden und empfangen kann, braucht es ein Audio-Interface. Dieses wandelt euer Audiosignal in einen digitalen Datenstrom um, mit dem eure Software dann arbeiten kann. Und mit Audio-Interface meine ich nicht eure Soundkarte. Die ist nicht für professionelle Aufnahmen geeignet. Zum einen ist das Treibermodell qualitativ eine absolute Kartoffel. Dazu habe ich hier ein Video gemacht, kann man sich nicht merken, wo ich hingegangen muss. Und diese 3,5 Zoll Anschlüsse sind für gescheite Mikros sowieso nicht kompatibel. Was ihr braucht, ist ein richtiges sogenanntes Audio-Interface. Am besten eins mit ASIO-Treibern. Diese können nämlich direkt mit eurer DAW kommunizieren und sind auch speziell für Aufnahmen im professionellen Umfeld konzipiert. Ja, braucht sowas hier mit 2000 Ein- und Ausgängen, 3 Millionen Effekten mit an Bord und 384 kHz Sampling Rate? Nein, braucht's überhaupt nicht. Vor allem im Home Recording werdet ihr selten mehr als 2 Eingänge gleichzeitig brauchen. Außer ihr wollt eine ganze Band gleichzeitig aufnehmen. Oder von mir aus ein Schlagzeug. Effekte kann ich mir auch über meine DAW einbinden. Die hat eh schon eine gute Sammlung mit dabei und mit der VST-Schnittstelle kann ich mir auch nachträglich welche installieren. 384 kHz kann Frequenzen von 0 bis 192 kHz verarbeiten. Hören tun wir aber nur bis 20 kHz und das auch nur in jungen Jahren. Bereits mit über 40 hörst du selten mehr als 16 kHz. Und bis 20 kHz abbilden kann man sogar schon mit 44,1 kHz Sampling Rate, also dem CD-Standard. YouTube-Videos laufen übrigens auch mit nur 44,1 kHz. Und wenn alle Stricke reißen, habe ich noch das Totschlagargument, dass Cakewalk zum Beispiel sowieso internes Upscaling betreibt. Deswegen aus Erfahrung für gut befunden, das Behringer UMC 204 HD. Kann auch bis 192 kHz, hat 2 Eingänge,
4 Ausgänge, eine MIDI-Schnittstelle für Keyboard, Synthes, E-Drums und so weiter, Direct Monitoring für latenzfreies Mithören, was gerade aufgenommen wird. Also alles, was ein Audio-Interface braucht, für gerade mal 80 Euro. Klingt das dann auch wie ein Prism Sound Lyra 2 für 2500 Euro? Ja, etwas anders halt, aber nicht schlechter. Und bei Weitem nicht 2420 Euro schlechter. Wollt ihr aber gleich 8 Eingänge, dann nutze ich mittlerweile das Behringer UMC1820. Kriegt ihr für ca. 200 Euro und hat alles drin, was ihr für den Einstieg und später auch für den Ausbau braucht. Für den Preis gibt es nämlich gleich 8 analoge Eingänge und 10 Ausgänge, natürlich auch wieder MIDI-Schnittstellen. Per USB schließt ihr diese an eurem PC an und könnt gleich loslegen. Ähnlich ausgestattet wird zum Beispiel das Focusrite Claret 8 Pre USB. Oder nehmen wir den hier, das Apogee Symphony IOMK2. Aber bei dem Preisunterschied müssen die bei Apogee doch die Technik verwenden, oder? Und genau, nein, das tun sie nicht. Die Wahrheit ist, jeder, wirklich jeder Analog-Digital-Wandler nutzt im Endeffekt die gleiche Technik und jeder Preamp hat am Ende des Tages die gleiche Funktion. Klar, jeder macht es ein bisschen anders, aber macht das jetzt den Unterschied zwischen einem 200 Euro und 3600 Euro Interface? Ja, vielleicht schon, aber klanglich vielleicht um so viel. Also versteht mich nicht falsch, es gibt auch Audio-Interfaces, die sind echt grottig, billige und teure, aber das Behringer kann locker mithalten und so ein Apogee ist gleich mal 18 Behringer wert. Somit habt ihr auch ein weiteres Gerät gespart und zwar, das habe ich ja schon öfters erwähnt, ein Preamp. Mein Gott, und wie oft habe ich dich schockiert? Das A und O ist ein vernünftiger Preamp. Natürlich als extra externes analoges Gerät. Und natürlich bin auch ich dem Hype gefolgt und habe mir so ein paar Markennamen zugelegt. Ja, den SSL VHD Preamp, 2400 Euro mit 4 Preamp-Kanälen. Und den SPL Goldmic MK2 für nur mal 1500 Euro. Alles super Geräte, aber jetzt hatte ich dann oft die Situation, dass mir die Kanäle von meinem externen Preamps nicht ausgereicht haben. Sessions, wo eine komplette Band mit Schlagzeug gleichzeitig aufgenommen wird, braucht viele Eingänge. Da musste ich dann natürlich auf meine Preamps im Audio-Interface zurückgreifen. Damals war es nur das Roland Studio Capture. Und beim Abmischen ist mir dann immer das Gleiche aufgefallen. Wenn ich nun Aufnahmen zwischen den externen und den vermeintlich billigen internen Preamps gemacht habe und die dann auch per Blindtest verglichen habe, konnte ich keinen Qualitätsunterschied feststellen. Gefühlt war ein Klangunterschied wahrnehmbar, aber mit Sicherheit konnte ich nicht unterscheiden, was jetzt was war. Und sollte euch die Anzahl der Ein- und Ausgänge dann immer noch zu wenig sein oder ihr habt einen extra Aufnahmeraum, so wie ich hier, dann erweitert euer Behringer UMC1820 ganz, ganz einfach. Und zwar mit dem Behringer Ultra Gain 8200. Weitere 8 Eingänge inklusive Preamps und 8 Ausgänge. Somit habt ihr dann schon insgesamt 16 Eingänge und 18 Ausgänge. Besonders praktisch habt ihr euren Aufnahmeraum, wie ich jetzt hier nebenan, müsst ihr nicht für jeden weiteren Ein- und Ausgang ein extra Kabel verlegen. Ihr verlegt nur noch die 2 mitgelieferten Glasfaserkabel, mit dem ihr eure beiden Behringer miteinander verbindet. Fertig! Und das spart euch viel Geld, meine Lieben, für die ganzen Kabel, die ihr nicht mehr verlegen müsst. Super, oder? Ja, aber irgendwas muss doch an dem Behringer scheiße sein, oder? Ja, natürlich nicht alles Gold, was glänzt. Zum Beispiel die Phantomspeisung. Finde ich jetzt nicht so funky. Eine Phantomspeisung brauche ich für bestimmte Art von Mikrofonen. Ist diese aktiviert, werden 48 Volt an das Eingangssignal gelegt. Idealerweise kann ich die dann pro Kanal hinzuschalten. Beim Behringer kann ich die Phantomspeisung aber nur gruppenweise zuschalten, von 1 bis 4 und 5 bis 8. Beim Ultragain und UMC204 nur alle gleichzeitig. Hier müsst ihr dann darauf achten, welches Mikrofon da dran hängt. Es gibt nämlich welche oder auch andere Geräte, die vertragen 48 Volt so gar nicht und gehen dran kaputt.
Dieses Bändchenmikrofon hier zum Beispiel darf gar keiner Phantomspeisung ausgesetzt werden. Schalte ich hier aus Versehen die 48 Volt hinzu, macht's einmal und das war's mit meinem Bändchen. Liest euch also vorher schlau, was euer Mikrofon braucht und was es nicht verträgt. Und sicherheitshalber könnt ihr euch noch solche Phantomkeller hinzulegen. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Mein Gott, wie oft ist mir das schon passiert? Bändchenmikrofon angeschlossen und dann gerade noch checkt, dass hier 48 Volt ich dazu schalten wollte. Also immer aufpassen. Was beim Behringer leider auch fehlt, sind so ein paar einfache Effekte fürs Direct Monitoring. Damit ich mich beim Einsingen selber höre, schalte ich immer mein Direktsignal hinzu. Also jenes Signal, das gleich im Audiointerface auf meinen Kopfhörerausgang zurückgeroutet wird. Da mische ich mir gern ein bisschen Hall dazu, der später dann auf der Aufnahme nicht mehr zu hören ist. So fürs Feeling quasi. Beim Behringer habe ich sowas leider gar nicht. Da höre ich das Eingangssignal genau so, wie es ankommt. Da das Behringer aber für seinen Preis eine Spitzenlatenzzeit von 7 Millisekunden hat, dürfte das ohne Probleme softwareseitig lösbar sein, solange nicht zu viele Effekte gleichzeitig laufen. Das Mikrofon. Für was man sowas braucht, brauche ich euch ja nicht erklären. Einer meiner Fehler war folgendes. Ein vernünftiges Mikrofon, da braucht man schon was Teures, so ein Neumann, so eine Legende wie das U87 oder 78, ist ja egal, ist hart teuer. Dann braucht man ein Kleinmembran, ein Großmembran, eins mit Kugelcharakteristik, eine Niere und bla 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 bla. Braucht man es gar nicht. Seit Jahren nutze ich nur noch drei Mikros für Gesang und alles andere. T-Bone SC400, ein Rode NT1A und ein Neumann TLM 107. Und was soll ich sagen, alle drei klingen unterschiedlich, aber auch wieder qualitativ gut. Mein Favorit ist sogar das in der Mitte des Rode. Hat auch gleich ein Kabel dabei, einen Ständer und eine Spinne, um die Vibration abzufangen. Beim Neumann kostet so eine Drecksspinne gleich über 100 Euro extra. Das Rode habe ich schon für fast alles hergenommen. Stimme, Gesang, Amps, Gitarren, Schlagzeug, geht eigentlich alles. Verträgt auch ein Schalldruck bis 137 Dezibel, also fast viermal lauter als das, was in unseren Ohren bereits wehtut. Dafür kann ich beim Neumann unterschiedliche Richtcharakteristiken einstellen. Heißt also die Richtung, von der das Mikrofon Signale empfängt und aufnimmt. Wollt ihr unbedingt verschiedene Ausrichtungen, dann nehmt lieber das NT2A von Rode. Auch wenn ihr keine Ahnung habt, was ihr mit den verschiedenen Richtcharakteristiken anfangen sollt. Damit ihr auch was hört, braucht ihr Monitore. Also Lautsprecher, aber im Fachjargon Monitore genannt. Und auch hier bin ich bei den Behringer hängen geblieben. Und zwar die Behringer B1030A. Die sind bei mir jetzt seit 6 Jahren im Einsatz. Davor hatte ich, weil man brauchte das deine Zeit, 2 Neumann KH120. Natürlich nach Ablauf der Garantie ist einer davon kaputt gegangen und die Reparatur wäre mehrere hundert Euro gewesen. Also habe ich mir ein paar Tests durchgelesen und die Behringer sind immer wieder positiv aufgefallen und dann habe ich mir sie testweise bestellt und auch gleich behalten. Klingen sie exakt wie ein Neumann? Nein. Anders? Aber nicht schlechter. Nehmt euch also die Behringer und noch ein paar billige Monitorstände dazu und gut ist. Kopfhörer. Je nachdem, was ihr damit machen wollt, braucht ihr eigentlich 2 verschiedene. Zum einen eine geschlossene Bauart, die so wenig Sound, wie es nur geht, nach außen lässt. Solche braucht ihr für Gesangsaufnahmen. Wir wollen das Playback, dass er auf die Kopfhörer kommt, ja nicht auf unsere Aufnahme drauf haben. Ich habe da viele verschiedene im Einsatz im Studio, ja, und jetzt könnte ich wieder vergleichen mit meinen anderen Markenkopfhörern, die ich hier habe, aber ich mache es ganz kurz. Die Superlux HD662 für 33 Euro klingen genauso gut wie meine Beyer Dynamic. Ordentliche Bässe fürs Feeling und dichten auch gut ab. Für lange Aufnahmesessions finde ich den Superlux sogar angenehmer als den Beyer Dynamic. Nehmt diese geschlossenen aber nicht zum Abmischen her. Grundsätzlich solltet ihr euch ein Abmischen mit euren Monitoren, also Lautsprechern, angewöhnen. Wenn ihr aber unbedingt mit Kopfhörern abmischen wollt oder müsst, weil man zum Beispiel auf noch nicht laut Musikauftrag kann,
dann nehmt sogenannte halboffene oder offene Kopfhörer. Ich nutze dafür entweder meine AKG 712 Pro, aber auch die Superlux HD 681 für 25 Euro. Klingen beide so, wie sie klingen sollen? Komplett linear. Also keine Betonung von Höhen und Bässen. Total neutral und somit ideal zum Abmischen. Einzig, was ich an den AKG sehr mag, die kann man stundenlang tragen, ohne dass es irgendwie stört. Die Superlux machen sich nach einigen Stunden dann aber dann doch ohne Pause so bemerkbar. Bei mir immer hier, druckt es dann immer so unangenehm. Und noch das Kabelzeugs. Bei den Kabeln habe ich die gleichen Erfahrungen gemacht. Teuer oder billig, klingt beides gut. Kaputt gehen, tun beide irgendwann mal so oder so. Und solange sie nicht kaputt sind, tun alle ihren gleichen Job. Ich habe euch mal ein paar gute und günstige dazugepackt. Die tun ihren Zweck genauso wie die hier. Aber weil man die hier vorher anscheinend durch irgendeinen Einhornarsch durchzogen hat, kosten die gleich mal das 50-fache. Und klingen die auch jetzt auch viel besser? Also klingen die jetzt 50 mal besser als die hier? Probieren wir es doch aus. Und was meint jetzt ihr? Schreibt mir doch in die Kommentare und vergesst nicht zu abonnieren. Und hier gibt es noch ein Video über meine heißgeliebte Software Cakewalk und hier noch ein Musikvideo, wenn es mal wieder zu viel war und ihr chillen wollt. Und bis dahin, Bussi aufs Bauchi Berli und Servus.